Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der Hämmernden Tasten. Ja, und wir stehen hier vor dem Palast der Könige, war es, ne? Und Lydia, gehen wir einfach mal rein? Ja, ne? Komm. Wir schauen einfach mal, was uns da drin. Bla 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 bla. Palast der Könige, wie gesagt. Hinein. Und schauen, wen wir so alles da drin kennenlernen. Wie viele Missionen wir auferlegt bekommen. Obwohl wir in der letzten Folge, glaube ich, zwei abgelehnt haben. Wir werden zwei Missionen hinzugefügt. Die haben wir eiskalt abgelehnt. Noch schön. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich bin kein großer Strateg, aber Fürst Ulf... Seid doch mal ruhig. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torrik getan habt. Torrik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren, aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Also ich sitze hier bequem, nur ich kann die Kamera nicht bewegen. Das ist das einzige Problem, was ich damit habe. Aber ich sitze bequem. Ist geil hier. Soll ich Platz machen? Das war ihm geil. Wir sind im ganzen Land siegreich. Menno. Mhm. Hallo. Ich finde das an sich total großartig. Die reden hier über total wichtige Sachen und während hier irgendwelche Fremden dabei ist, obwohl so fremd sind wir nicht, ne? Hi, Uli. Oder bist du eher mein Ulfi? Wie geht's dir? Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Hallo. Ich bin derjenige, der gerade auf deinem Thron saß. Natürlich kennen wir uns, ey.
Ich glaube, wir kennen uns schon. Ich war ein Helgen. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralloff bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Erstmal das hier. Ralloff lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Ja, da drüben. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will eine Echse für Himmelsrand kämpfen? Ihr nehmt also nur Nord auf. In Himmelsrand leben nicht nur Nord. Ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles dafür tun. In Himmelsrand leben nicht nur Nord. Mag sein. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Nö. Da, so weit gehen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir schließen uns erstmal noch niemanden an. Passt dort draußen auf euch auf. Wir beantworten die Frage ein andermal. Okay, also anscheinend das Einzige, was wir hier machen können, ist... sind im ganzen Land siegreich. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier um. Nein, ich möchte mich jetzt gerade noch nicht irgendjemanden anschließen. Das will ich jetzt nicht. Schenkt mir keine Beachtung. Ich bin okay. Die unbedeutendste Person von allen. Na dann, tschüss. Obergeschoss, komm, wir gehen mal ins Obergeschoss. Schauen uns hier mal um. Nein, wie gesagt, ich möchte jetzt keine Partei ergreifen. An sich bin ich schon eher gegen die Kaiserlichen. Aber wir machen erstmal unser Ding. Denn ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen. Was die Schwachmaten einen so raten. Oder wie der Text auch geht, ich war mir jetzt nicht so sicher. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Hallo? Nö. Lydia! Ja, was wohl? Stehst im Weg. Oh! Arkaner Verzauberer. Alchemie. Bett fremd. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Der Unlebendige. Wenn Ulfric um einen Gefallen bittet, dann helfe ich ihm gern. Alle anderen müssen für meine Dienste zahlen. Was habt ihr zu verkaufen? Ah, ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Naja, eher Alchemie. Oh, Bekleidung, was ist denn da? Nichts. Was wir dir anbieten können, irgendwie. Oder wo du sagst, boah, hier funken können wir schon. Novizenrobe der Zerstörung. Wir tragen jetzt das hier. Magikerregenerierung. Novizenrobe der Zerstörung ist schon ziemlich cool. Das ist ziemlich geil. Es geht zwar runter, aber die Zerstörungszauber kostet 12% weniger. Ja, kannst du haben. Ne, das brauchen wir, die können wir verkaufen. Ah, die hier ist interessant, die können wir sogar fast schon anziehen. Stärke und Stahl sind ja schön und gut, aber die Magie ist die wahre Macht dieser Welt. Kurz zum Licht hin, so. Unser Schatten, den wir da werfen, ist geil.
So. Jetzt ist echt die Frage. Aber das ist eigentlich ziemlich cool. Zerstörungszauber kostet 12% weniger Magicka und Magicka regeneriert sie 50% schneller. Sind zwar 25% langsamer, aber Zerstörungszauber kosten weniger. Schaut schon ziemlich cool aus. Gefällt mir. Obala. Einmal in dem Modus und schon treffe ich die Tür nicht mehr. Mensch, als wäre da ein Spiegel. Hier lang. Hier waren wir schon. Aber hier müssen. Nee, jetzt geht's jetzt sogar noch tiefer. Nee, alles gut. Gut, wir sind richtig. Ich habe ganz kurz die Übersicht verloren, aber jetzt habe ich sie wieder erlangt. Haha. Ja, nee, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt niemandem anschließen. Und anscheinend gibt es jetzt auch nicht mehr hier für uns in dem Palast zu tun. Kaserne. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns jetzt in dieser Folge größtenteils vorbereiten. Vielleicht machen wir auch schon los. Weil ich hätte jetzt wirklich wieder Bock, irgendwas zu erkunden, ein bisschen zu kämpfen. Wäre jetzt schon mal wieder ein bisschen witziger. Wir hatten jetzt die letzten zwei Folgen, waren wir schon im Windhelm gewesen. Jetzt diese hier auch noch. Hallo. Macht keinen Ärger, Echsenwesen. Boah, Leute, ihr nervt mich hier echt. Und alle liegen sie. Alles faul. Ja, okay, der Akku. Aus Erfahrung hält etwas der noch lange zu essen genug. Oder ein warmes Bett findet ihr im Haus Kerzenschein. Das gelbe Buch der Rätsel. Für die, die es lesen möchten. Whatever. Ach, da steht dann im... okay. Ein Metall weder schwarz noch rot, so schwer wie des Menschen Gier nach Gold und auch schwer wie die Füße des Kriegers, der zurückkehrt, um zu holen den Sold. Und dann siehst du verkehrt rum die Antwort Blei. Hihi, ist ja interessant. Was haben wir hier noch? Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches, Band 3. Sei ruhig, wir lesen. Psst. So, damit haben wir den auch durch. Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Schläfst du hier? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Oh, das ist lieb von dir, aber ja. Wir passen schon auf uns auf. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwie was verkaufen können oder kaufen können. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Und dann marschieren wir los. Und gucken einfach mal, wo wir landen. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Tschüss. Hat uns gefreut, dich wiederzusehen, auch wenn du dich nicht an uns erinnern kannst. Was will man machen? Wenn sich nicht mal unser Ulfi an uns erinnert. Mammuthärten sind in den tundren Himmelsrands ein häufiger Anblick, oft von ebenfalls dort heimischen Riesen begleitet. Ich glaube, da stand, sie sind grundsätzlich friedlich, aber wenn man was sie angriff... Ich habe doch gar nicht gesagt. So, wo war der Marktplatz? Was ist los, Drachen? Was ist los, Drachen? Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Höchstpersönlich. Ist ein Bro von uns. Ich kann den Marktplatz schon hören. So. Ich würde mir... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Wohl, wir hatten ja hier schon geguckt. Wir nehmen mal ein paar orkische Pfeile mit. Nicht allzu viel. Ja, dafür Geld ausgeben, ist auch wieder zu schade. Ach, wisst ihr was? Die Vorbereitungszeit ist zu Ende. Danke, dass ihr hier einkauft. Danke, dass Sie uns besucht haben. Wenn Sie wieder einmal etwas brauchen, dann kommen Sie hier gerne wieder vorbei. Wir haben regelmäßig unterschiedliche Ware, dass es immer etwas Neues für Sie gibt. Oh mein Gott. Nee, wir marschieren jetzt einfach los. Windhelms Schneebezirk wurde in Anspielung auf die dort ansässigen Dunkelelfen in Grauer Bezirk umbenannt. Das haben wir doch schon längst erfahren. Das ist doch nicht nichts Neues für uns.
So, jetzt sehen wir das Ganze mal, wenn es hell ist. Das sieht schon geil aus da hinten. So, da drüben ist ja diese Höhle, wovor uns der eine Typ gewarnt hatte. Ist jetzt die Frage, ob wir da mal hingehen wollen. Oder ob wir es lassen. Lasst mal kurz auf die Karte gucken. Also der Plan war jetzt hier so rum nach Winterfeste, dann hier rüber nach Dämmerstern und dann hier Ustengraf und dann wieder zurück. Wir haben hier die Höhle und das da. Na, gehen wir erstmal. Ich habe keine Probleme mit Orks, aber diese Festung im Südosten, die ist wirklich eine Beleidigung für mein eigenes Volk. Karte aktualisiert. Ich habe immer Angst, dass irgendwo ein Drache fliegt. Aber anscheinend gerade nicht. Schaut schon cool aus da oben mit der Statue. Wieso überhaupt ja einiges ziemlich cool ausschaut. So, dann begeben wir uns mal langsam auf den Weg. Schön Ausschau halten, ob wir ein paar Schneebären finden. Oder Blasenpilze. Ja, nimm die Fäuste. Ah, da drüben. So. Kein Problem mehr. Das ist ein Stein. Ich dachte, da liegt noch ein Wolf oder so. Aber da habe ich mich geirrt. Jetzt sind wir mal wieder wandern. Das schaut schon stark aus. Für wen ihr mich haltet, das ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Jetzt bedroht sie noch. Hä? Mich interessiert dieser Weg gerade. Ah, da drüben ist die Mühle. Wir bleiben jetzt auf dem Weg. Nee, eigentlich wollen wir da rüber. Wir müssen, glaube ich, hier geht's erst lang. Also können wir hier doch kurz mal lang gehen. Mal wieder so ein richtig schöner Kampf wäre cool. An sich würde ich mich echt auch nicht wirklich beschweren, wenn jetzt hier ein Drache käme. Da oben ist eine Höhle. Was ist denn das Zeichen links daneben? Das hat jetzt mein Interesse geweckt. Die Höhle wird schon mal immer größer. Wo auch immer die jetzt sein soll. Da ist ein Lager. Ach Junge. Ja. Höhle bei den flüsternden Hügeln entdeckt. Wieder mal ein Banditenversteck. Komm her. Renne. Dein Pech. Wenn ihr uns gleich angreift, ist nicht schön. Das ist nicht sehr nett von euch. So, habt ihr hier irgendwas Interessantes? Na, ihr habt wahrscheinlich da drinnen nach was Interessantem gesucht. Ach, den Langbogen wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Eisenpfeile, den Ring nehmen wir mal mit.
ist der andere? Hier liegt da. Gold. Okay. Wollen wir da jetzt mal reingucken? Komm. Eigentlich hat mich jetzt interessiert, was das für ein Zeichen ist, aber egal. Ich brauche mal ein bisschen Licht. So. Flüsternden Hügel. Höhle bei den flüsternden Hügeln. Wir werden auf Banditen treffen, das ist schon mal klar. Wir schauen einfach mal rein. Wir haben jetzt schon so lange nicht mehr irgendwas diesbezüglich erkundet. Weswegen es mal wieder Zeit wird. Sobald das Spiel geladen hat. Das klingt nicht nach Flüstern. Das klingt nicht nach Flüstern. Na gut, man sagt ja, der Wind wispert. Okay. Schwaches Gift der Ausdauer. Gott, oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wow. Ein Moment, ich muss mal kurz was prüfen. Wir haben Eisenpfeile, wir haben alte Nordpfeile, die machen mehr Schaden. Komm zurück. Hallo. Wo ist denn der jetzt hin? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, ne? Jawohl. Das hat gesessen. Das war ein guter Schuss. So, jetzt möchte ich aber... Doch, wir sollten nochmal beim Bogen bleiben erstmal noch. Oh Gott. Ah. So, Gold. Nö, ja, da ist... Der Rest bringt uns nichts. Nee. Da rechts. Noch einer? Ja. Ah, Lydia! Ach Mann, Lydia, du bist im Weg. Ich mache immer wieder denselben Fehler. So, wie geht's dir? Bin immer noch da. Das ist schön. Geht ihr voran? Banditengesetzloser. Dietrich, Gold, alte Notpfeile. Klamotten kann, aber wie viel können wir eigentlich tragen? Auch wir können einiges tragen. Aber wir müssen uns jetzt nicht mit unten. Oh, benutzen. Ja, nee. Nein, Junge, dein Ernst. Nein, lass das. Wir hacken jetzt kein Holz. Nein, lass. Oh nein, ich krieg die Krise. Ja, komm. Jawohl, wir haben Feuerholz hinzugefügt. Jetzt lass das. Hör auf. Mensch, Junge. Oh, meine Freunde. Während Aaron hier noch weiter Feuerholz zackt. Ah, jetzt hat er aufgehört, Mensch. Sag mal, 4 Feuerholz mit uns mit, oder was? Na, geil. Ja, wir sind zwar mittendrin in dem Bad... Oh, da ist eine Tür. Die können wir einfach öffnen, okay. Wir sind zwar gerade mittendrin, aber... Das... Lydia, erschreck mich nicht. Schrei nicht. Alles gut. So. Ich mach das dritte Mal, Abmoderation. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, wenn wir dieses Banditenversteck weiter erkunden.